Willkommen zurück zu Hero Seed, Schwierigkeitsgrad Hölle, Akt Nummer 2. Der lustigste Akt. Wir powern die Wölfe, oh, schon Maximum. Ist die Frage, Totems kriege ich einen besseren Clear hin auf der Map? Oder das hier, das ist halt für Single Bosse besser oder Single Gegner. Nehmen wir Lava. Ich glaube, es bringt mir später mehr. Wir haben uns schon lange die Runen nicht mehr angeguckt, aber es bringt halt immer noch nichts. Akt 2. Schwierigkeitsgrad Hölle. Oh, die Map sieht gut aus. Oh, nee. Gut. Fast vergessen. Hier gibt es ja Eisgegner. Beziehungsweise Gegner, die vereisen können. Ja. So Sachen sollte man nicht vergessen. Okay. Wir haben eine Krypta. Wieder mal behaupten, dass wir die doch benutzen. Ja, geh mal rein. Schuss. Ach du Scheiße. Und dann noch für ein aktivierbares Item. So, für die Quest gibt es noch einen Generator, den wir zerstören müssen. Den können wir mal suchen. Oder zerstören, falls wir ihn überhaupt sehen. Und der nicht vorher schon kaputt geht. Die Krypta ist wieder da. Generator ist zerstört. Der letzte. Die Quest will ich jetzt noch abgeben. Oh, okay. Rechts. Gut. So, Zone Nummer 1 tatsächlich erst. Das ist ganz schön Zeit auf jeden Fall. So, Zone 2. You shall burn, freeze, and turn into earth. Okay, ich will das mal hier links aufräumen. Und dann nach unten arbeiten. Okay, wenigstens bewegen wir uns schneller. Okay, da sollte eigentlich ein Relikt sein. Zumindest sieht der Fels da so aus. Tatsächlich ist da nichts. Okay. Habe nur mein Leben riskiert dafür. Oh, ist das dein Ernst? Adoramus de Christe. Für eine Heiligstatue, was macht man nicht alles? Schönes Level Up noch mitgenommen und Akt 2 Boss. Zone 2 Boss, Entschuldigung. Akt 2 Boss dauert noch ein bisschen. Wird aber auch lustiger. Mit Abstand. Keine Drops. Ist ein bisschen unlucky. Eine Krypta. Toll. Giftviecher.
Ne, halt, die machen ja kein Gift, die machen ja diese Stacheln. Glaube ich. Gut. Wir gehen in die Krypta, vielleicht haben wir Glück. Feed on the flesh of my foes. Okay, der Boss ist ultra schnell gespawnt. Konnte ich nicht unbedingt so reagieren. Das war krass. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis der spawnt. Heavy. Ja, die Krypta ist jetzt wieder da. War ja nicht so geil, was wir bekommen haben. Ein paar schlechte Items. Deswegen rushen wir das jetzt hier kurz. Uralt des Monster. Ist nochmal spannend jetzt. Oh, ist schon tot. Ein ziemlich merkwürdiger Spannungsbogen. Aktivierbares Item. Gut, wir haben aber zwei legendäre Gegenstände bekommen. Ist schon mal nice auf Hölle. Schauen wir uns nachher an. So, Boss ist down. Kein Drop. Zone Nummer 4. Denke ich mal. Wir gehen nach links. Die Würfe sind saustark. Gar nichts. Schade. Also der Drop ist ziemlich mager. Eine Quest ist auf jeden Fall am Start. Da würde ich noch gerne nach oben gehen. Und eine Krypta ist auch am Start. Ja, passt sogar. Und zuerst nach oben. Wir clearen die Map und nichts gedroppt. Heavy, ey. Auch hier nur zwei gelbe Gegenstände. Ach, krass. Das ist nicht mal einen höheren Drop gibt, wenn man. Also eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Drops. Wenn man einen höheren Schwierigkeitsgrad spielt, das finde ich ein bisschen doof.
Mal gezielt farmen ist leider nicht unbedingt der Fall. Klar, man könnte Bosse, also Axtbosse farmen oder so, aber... Ich weiß nicht. War nicht so das Wahre. Weil später gibt es ja eine Möglichkeit, Items zu farmen. So, jetzt kommt natürlich der krasse Boss. Ich muss jetzt schon das Totem stellen. So, aufpassen. Ich will jetzt nicht, mich nicht groß loben, aber ich würde schon sagen, dass das mega gut gespielt war. Tschüss. Und sein Item. Mega nice. Ja, war nice geplayed und zum Glück ruhig geblieben. Hätte böse enden können noch. Holy shit. Noch rausgekommen. Nice. So. Ist schon mal besser. Brauchen echt eine bessere Waffe. Eine geile mystische Waffe. Würde ich nehmen. Gut, das war Akt Nummer 2. Schwierigkeitsgrad Hölle. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!